Okay, Leute, es fängt schon sehr gefährlich an heute. Oh nein. Sag mir bitte nicht, das ist ein menschlicher Knochen, ey. Guten Tag, Lange mein Name. Ich bin im Wald auf eine scharfe Artilleriegranate gestoßen. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr seht, heute befinden wir uns im Wald und ich war gestern hier mit meinem Metalldetektor unterwegs. Ein Video ist da nicht entstanden, allerdings habe ich eine große, scharfe Granate gefunden. Okay, Leute, es fängt schon sehr gefährlich an heute. Und zwar, zum Glück habe ich hier nicht gegraben. Es ist ein richtig, richtig großes Flakgeschoss und ja, man sieht hier noch richtig gut den Führungsring. Und so eine Teile, wenn ihr sowas seht, auf gar keinen Fall bewegen. Wenn das in die Luft fliegt, dann ist ja alles im Umkreis von 20 Metern erstmal weg. Für diejenigen von euch, die uns bereits auf Instagram folgen, die haben das Ganze mitbekommen. Und ja, ich dachte zuerst, es wäre eine Flakgranate, ist es aber nicht. Es ist nämlich eine Artilleriegranate und zwar Kaliber 10,5, also 105 mm. Und ja, wir sind auf dem Weg dahin. Ich habe sie noch nicht im Kampfmittelräumdienst gemeldet, weil sich viele von euch auf Instagram in den Kommentaren gewünscht hatten, dass ich dazu ein Video mache. Deswegen machen wir das heute. Also wir werden jetzt erstmal die Granate suchen. Ich hatte mir die per GPS markiert und ja, dann zeige ich euch erstmal die Granate und dann werden wir gemeinsam den Kampfmittelräumdienst anrufen und hoffentlich ein bisschen was davon filmen können. Also seid gespannt, wie das Ganze hier heute ausgeht. Ich hoffe, es passiert keinem was. Und ja, mal sehen, was der Kampfmittelräumdienst dazu sagt. Okay, wir haben sie gefunden. Dort ist das Teil. Und ja, an der Stelle muss ich auf jeden Fall nochmal dringlichst sagen, dass ihr auf keinen Fall nach solchen Dingern gezielt suchen solltet. Wenn man hier hinten sich das anguckt, dann sieht man auf jeden Fall, dass die Ladung noch komplett ist. Also sie ist nicht hohl, sie ist nicht explodiert. Was wir auch sehen, hier der Führungsring, von dem ich schon so oft geredet habe, ist bereits eingekerbt. Das heißt, sie wurde auf jeden Fall abgeschossen. Ich blende euch mal ein, wie so eine leichte Feldhaubitze so eine Artillerie-Sachen hier verschießt. Und dann würde ich sagen, rufen wir den Kampfmittelräumdienst an. Mal gucken, was er dazu sagt. Achso, außerdem muss ich auf jeden Fall noch sagen, wenn ihr sowas findet, dann meldet es auf jeden Fall unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst. Ich habe das jetzt nur nicht gemacht, weil es hier absolut abseits von einem Weg ist und deswegen das jetzt nicht so brenzlig ist. Aber macht es richtig, meldet es sofort dem Kampfmittelräumdienst und ja, es ist total wichtig, dass sowas gemeldet wird. Sowas hat in den Wäldern einfach nichts mehr zu suchen und ist einfach super gefährlich. Vor allem, ihr habt ja gesehen, wie weit oben das an der Oberfläche liegt. Also da kann echt richtig was passieren. Okay, dann werden wir mal den Kampfmittelbeseitigungsdienst rufen. So, und ja, mal gucken, was passiert. Montag, Dienstag und Donnerstag von 7:30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr und Freitag von 7:30 bis 13 Uhr zu erreichen. Okay, ihr habt es gehört, der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat offenbar gerade Mittagspause. Wir müssen jetzt noch 40 Minuten warten. Das bisschen können wir jetzt auch noch warten. Ansonsten kann man natürlich auch den Notruf, also bei der Polizei direkt wählen. Dann kann man die Jungs auf jeden Fall trotzdem erreichen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich die sowieso gestern gefunden habe, ist das jetzt nicht so eilig, dass wir den sofort rufen. Deswegen warte ich jetzt einfach nochmal 40 Minuten. Die Zeit kriege ich jetzt auch noch rum. Und dann probieren wir es auf jeden Fall nochmal. Während ich darauf warte, dass ich den Kampfmittelräumdienst nochmal erreichen kann, werde ich euch ein paar Schützengräben zeigen, die man unglaublicherweise nach 76 Jahren immer noch richtig gut erkennen kann. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier per Sicht noch alles so sehen oder auch finden. Ich bin gespannt. Guckt euch das mal an. Was zum Geier ist das denn? Das sieht aus wie ein Fahrgestell vom Auto, oder? Ist das hier vorne wahrscheinlich die Lenkachse, wenn ich das richtig sehe? Und ja, oder? Doch, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es besser wisst. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das Gestell von einem Auto. Das ist ein bisschen klein für ein Auto, oder? Hm. Na, schreibt es mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Hier liegen auch noch die ganzen Karosserieteile rum anscheinend. Richtig, richtig viel Metallschrott. Den müsste man eigentlich auch komplett mal hier aus dem Wald schaffen. Aber das ist wahrscheinlich wirklich die Karosserie hier. Na gut. Ob das jetzt aus dem Zweiten Weltkrieg ist, weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, schreibt mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Also hier fangen auf jeden Fall die Schützengräben an. Das hier ist ein richtig, richtig großer Graben. Das ist kein klassischer Schützengraben, aber hier, das sind ganz klar Schützengräben, die hier so immer noch im Waldboden zu erkennen sind. Und sich auch sehr weit erstrecken. Genau, was das hier ist, weiß ich nicht. Womöglich haben hier Panzer gestanden, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Oder vielleicht auch größere Geschütze oder sowas, würde eher zur Munition passen. Und ja, dann gehen wir doch einfach mal so ein bisschen noch hier den Schützengraben entlang. Guckt euch mal an, was hier einfach an der Oberfläche lag. Das ist ein Aluteller und hier hinten ist ein
Stempel drauf. Da steht 1949, wenn ich das richtig lese. Wäre zwar ein bisschen zu spät für Zweiter Weltkrieg, aber ziemlich interessant, was hier liegt. So, ja, ein schöner Aluteller. Was ist das hier für ein Teil? Hm. Tja, ich bin auf eure Ideen gespannt, aber das hier kann ich auch nicht identifizieren hier. Okay, hier sind auch richtig, richtig fette Gräben. Möglich hat ja auch ein Geschütz drin gestanden, kann ich mir vorstellen. Und da vorne ist noch einer. Hier, der ist sogar noch fetter. Okay. Oh, was ist das denn? Oh nein. Sag mir bitte nicht, das ist ein menschlicher Knochen, ey. Von der Größe her, höchstens vom Oberschenkel. Aber ich hoffe einfach mal, das ist vom Wildschwein hier. Und nicht von einem Menschen. Weil ich kann mir vorstellen, dass manche hier auch die Schützengräben ausbuddeln und da ab und zu, so wie in Russland, irgendwelche Soldaten zutage kommen. Aber wer da nicht die Kriegsgräberfürsorge informiert, der ist für mich ein Grabschänder, muss ich ehrlich sagen. Ah, hier sind noch mehr Schützengräben. Die sind sogar richtig tief. Oh, was ist das? Da hat wohl ein Fritz-Meinecke-Zuschauer sich ein kleines Häuschen angefangen zu bauen und hier einfach so einen Totenkopf in den Eingang gehangen. Gucken wir uns das ganze Ding mal an hier. Aha. Ah, das ist auf jeden Fall noch nicht fertig, wie man sehen kann. Aber das könnte auch so eine Art zweistöckiges Wohngebäude hier werden. Ah, okay. Und hier Steine, wozu auch immer die da sind. Möglich für ein Lagerfeuer später oder so. Hier eine schöne Leiter. Und hier sogar eine Schaukel. Ich werde die jetzt nicht ausprobieren, ich will hier nichts kaputt machen. Aber finde ich gut. Würde ich auch gerne mal machen, sowas. Okay, hier nochmal der letzte Schützengraben, den ich euch zeigen werde. Sind ja irgendwie doch alle ähnlich. Der hier ist besonders tief noch und zieht sich bis da hinten durch. Und ja, ich finde es ganz cool, wie die Bäume hier aus der Seite rauswachsen. Aber die werden noch keine 75 oder 76 Jahre alt sein, hier die Birken. Auch nicht schlecht, was hier rumliegt. Das wird auf jeden Fall auch von einer Granate sein. Ich denke aber Flak diesmal. Hier sind wahrscheinlich zwei Führungsringe drin gewesen. Aber das ist auch ein ordentliches Kaliber, vielleicht auch 10,5 bzw. 105 mm. Naja, krasse Sachen, die hier rumliegen. Ja, und anhand von der Dicke des Materials könnt ihr auch ungefähr darauf schließen, was für eine Sprengkraft hinter so einer Granate steckt. Also wenn die aufgetroffen ist und auch explodiert ist, dann war im Umkreis von 10 Meter nicht mehr so viel los danach. Und genau deswegen ist das so gefährlich hier. Und das muss man auf jeden Fall im Kampf für den Räumdienst machen lassen. Deswegen kann man so eine Granaten und darf man so eine Granaten auf keinen Fall bewegen. Ich weiß, als werden einige von euch sagen, ja, aber hier die russischen Kandidaten, die dort im Moor graben, die holen so eine Teile 5 Stück am Tag raus. Und wenn man 100 Stück rausholt und einer davon explodiert, dann war es das halt auch. Deswegen, das ist es einfach nicht wert, sowas zu bewegen. Nichtsdestotrotz, es ist kurz vor Das heißt, die Mittagspause ist vorbei und ich rufe jetzt nochmal den Kfz-Räumdienst an. Beziehungsweise gehe erstmal wieder an die Stelle zurück, wo die Granate lag. Dann probieren wir es doch einfach nochmal. Vielleicht ist die Mittagspause ja jetzt vorbei. Guten Tag. Guten Tag, Lange mein Name. Ich bin im Wald auf eine an der Oberfläche liegende scharfe Artilleriegranate gestoßen. Und woher wissen Sie, dass die scharf ist? Führungsring ist noch dran, Zünder vorne ist komplett und hinten ist nicht hohl. Kennt sich aber hier mal gut aus. Naja, ist nicht mein erstes Kampfmittel, was ich gefunden habe. Ja, aber trotzdem. So, Sie sind nochmal her? Herr Lange. Hinter der Handynummer auch zu erreichen. Jawohl, ja. Okay. Naja, ist die Frage, rennen da jetzt noch mehrere Leute hin und her? Nee, also es ist hier ein Weg, 10 Meter in der Nähe, aber ich habe bisher noch, also die letzten 2 Stunden hier noch keinen gesehen. Okay, soll scharf sein, sagen Sie, ja? Den werde ich jetzt gleich informieren, der soll sich mal umgehen mit Ihnen in Verbindung setzen, Herr Lange, ja? Okay, das ist gut. Dann erstmal vielen Dank und ja. Gerne, schönen Tag noch, ja. Tschüss. Naja, war doch nett. Natürlich erstmal ein bisschen stutzig gewesen, woher ich weiß, dass sie scharf ist, aber ja, guckt es euch an. Ich meine, das ist relativ offensichtlich, würde ich meinen. Jedenfalls, ich muss jetzt ein bisschen warten noch. Und dann wollen wir doch mal sehen, wann ich zurückgerufen werde. Jo, ja. Sie haben eine Granate da gemeldet. Genau, ja. Wo können wir uns treffen? Dann stelle ich mich vorne in die Einfahrt. Und dann, wenn Sie da sind, dann folgen Sie mir einfach und dann, ja. Genau, so ist das. Juti, alles klar. Dann treffen wir uns da. Wir brauchen ungefähr 20 bis 25 Minuten. Ja, klingt doch gut. Juti, alles gut. Klar. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ja, was soll ich sagen? Wirklich sehr nett. Genauso muss das sein.
Und deswegen muss man auch keine Angst haben, irgendwie den Kampf für den Räumdienst zu rufen oder so. Gut, okay, wir warten jetzt, bis die Kollegen kommen. Aber drückt uns die Daumen, dass wir das ein bisschen mit aufnehmen können. Ich bin gespannt. Okay, na denn, bedanke ich mich und wünsche einen wunderschönen Tag noch. Wir bedanken uns, dass du dich zeigt hast, weil da welche die Männer sowas nicht. Ja, besser ist. Dann sehen wir uns. Vielleicht, hoffentlich nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Ja. Dann kommen wir halt wieder. Ja, okay, alles klar. Alles klar. Tschüss. Sie konnten die tatsächlich einfach mitnehmen. Sie haben die dann einfach geschultert und ja, aus dem Wald getragen. Aber ich muss sagen, es lief alles unkompliziert ab. Schade, dass ich euch nicht genau zeigen konnte, wie sie es rausgeholt haben. Ich habe einen ganz kurzen Videoclip gemacht, wie sie die Granate so auf der Schulter hatten. Ja, aber ich muss sagen, es war alles total unkompliziert. Die waren echt innerhalb von 25 Minuten hier oder 30 Minuten, lass es 30 Minuten gewesen sein. Alle total freundlich, total nett. Offenbar war die Granate nicht mehr allzu gefährlich. Das konnten die recht gut am Zünder erkennen. Also so eine Arten von Zündern dürfen die tatsächlich einfach mitnehmen. Die haben das jetzt in ihren T6 geladen und ja, haben das Ding abgeholt. Das wird jetzt irgendwo gesprengt, vermute ich. Oder aufgebohrt und ja, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, damit würdet ihr uns unterstützen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Generell bei Kampfmitteln, Kampfmittelräumdienst rufen, macht es nicht selbst. Auch wenn ihr euch denkt, da wird schon nichts passieren. Beim 101. Mal passiert dann was und dann war es das so. Also das ist nicht wert, seid vorsichtig. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst unbedingt ein Abo für diesen Kanal da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und guckt auch gerne auf Instagram vorbei, dann kriegt ihr so eine Aktion mit. Wie zum Beispiel das mit der Granate hier. Und ja, könnt somit Videoideen bestimmen. Ist doch eigentlich ganz nett. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.